Leute, was geht? So, heute bin ich mal wieder in der Eifel unterwegs. Ich habe Urlaub und wollte mir hier mal ein paar Höhlen anschauen. Ich kann hier leider nicht so super frei filmen, weil hier direkt unter mir ein paar Arbeiter zugange sind. Aber lasst euch mal überraschen, kommt mit, denn die Höhlen, die müssten jetzt hier bald irgendwo auftauchen, laut Schildern. Ich bin sehr gespannt. Es gibt hier den sogenannten Höhlenrundweg. Keine Ahnung, wie viele Höhlen auf dem Weg liegen. Wie gesagt, einfach mal überraschen lassen. Ich glaube, da vorne kommt schon die erste Höhle, so wie das aussieht hier. Aber ich gucke mir jetzt erstmal da vorne diese schöne Aussicht an. Bestimmt 2 Wochen am Stück Sonnenschein, super blauer Himmel, kein Tröpfchen Regen. Und jetzt fängt mein Urlaub an und es zieht sich zu, wird bedeckter. Aber das tut dem Spaß keinen Abbruch. Die Aussicht hier ist immer noch fantastisch in die tiefste Eifel. Jetzt geht's in die erste Höhle. Hier fängt dann der Rundgang zu den Höhlen an. Ihr könnt es ja einfach mal bei Google Maps eingeben, Höhlenrundweg in der Eifel, dann werdet ihr das schon finden. Okay, da sehe ich schon die erste, die Borussia-Höhle. Ja, Namen haben die auch. Ziemlich dunkles Loch hier. Mal gucken, wie tief es hier reingeht. Von hier außen sieht es schon mal vielversprechend aus. Ich habe mal die Taschenlampe rausgeholt und dann gucken wir uns das Teil mal an hier. Also hier ist es schon mal ein recht geräumiger Raum. Und hier geht es dann in die Tiefe. Ich hoffe, es geht ein bisschen tiefer rein. Ich habe gehört, die Höhlen hier sollen nicht allzu groß sein. Mal schauen. Auf jeden Fall wird es hier ziemlich eng. Da ist Ende. Da scheint es auch nicht weiter zu gehen, aber hier geht's weiter. Immer aufpassen, dass man sich hier nicht den Kopf stößt. Das könnte fatal werden. Hier wird es immer enger und enger und enger. Ja, und da ist auch schon das Ende der Höhle erreicht. Wie ich das hier sehe, oder geht es hier noch weiter? Ja, nein, da hinten ist auch Schluss. Schade. Sah so vielversprechend aus mit dem großen Höhlenraum da oben. Ich gedacht, das wäre so ein bisschen wie die Höhlen in Birisborn, dass es so 50, 100 Meter tief reingeht. Aber man kann ja nicht immer solches Glück haben. Okay. Dann geht's jetzt wieder raus aus der Borussia-Höhle. Da hinten scheint noch irgendwie so ein Durchgang zu sein. Schaue ich mir gleich mal an von außen. Ich muss sagen, ich finde den Weg so an sich schon sehr interessant, weil er hier durch einen riesigen Steinbruch führt. Oh, da vorne ist das nächste Loch. Und hier ist die Höhle von der anderen Seite aus gesehen, der andere Eingang. Vielleicht geht es ja hier weiter. Na komm schon. Lass mich jetzt hier nicht im Stich. Nein, 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 leider nicht. Hier kommt man nur dann in die andere Höhle, in die Borussia-Höhle rein. Praktisch ein zweiter Eingang. Aber da vorne, das sieht doch vielversprechend aus.
Ach, und hier haben wir noch eine Höhle. Das ist ja das Paradies für mich. Sehr cool. Oder ist es nur so ein kurzer, kleiner Durchgang hier? Und da scheint auch Ende zu sein. Aber hier geht's etwas tiefer rein. Mal gucken. Okay, hier geht's auch um die Ecke rum. Und hier auch. Auch ein größerer Raum. Aber das war's dann leider auch schon wieder. Also wie das aussieht, hat diese Mini-Höhle hier keinen Namen. Aber das Ding hier, das nennt sich Schwedenfeste. Sieht aus wie ein alter Kerker, Schwedenfeste. Oh, hier scheint es dann tatsächlich doch etwas tiefer reinzugehen. Das sieht ja interessant aus hier. Die alten Wurzeln, das sieht auch geil aus mit den Wurzeln, die sich hier überall durchkämpfen. Ja, da hinten ist ein Fluss. All die Säulen hier. Diese Basaltsäulen, die sehen richtig krass aus. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, geht dann vielleicht so 30, 40 Meter tief hier rein. Das war's. Hier, das ist auch nochmal eine riesen Basaltsäule hier. Schon interessant. Vorausgesetzt, dass man sich für Höhlen interessiert. Gucken, was wir hier noch so finden. Ohne Rucksack geht's besser. Komme ich vielleicht doch hier durch, nur nicht den Kopf anstoßen. Hier geht's abwärts. Könnte sogar sein, dass es dann da unten weitergeht. Tatsächlich. Ja, hier scheint es weiterzugehen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es in diese andere große, in diese Schwedenfeste hier führt, nach unten. Müsste man sich mal von der anderen Seite anschauen. Wenn ihr Bock auf Wandern habt oder ein paar Höhlen anzuschauen, dann kann ich euch die Vulkaneifel nur wärmstens empfehlen. Richtig geil hier. Ich muss in meinem Urlaub auch unbedingt hier hinfahren. Okay, die nächste Höhle. Die Martinshöhle. Hier gibt es sogar eine Treppe hinunter. Ich gehe mal stark davon aus, dass das dann auch die größte aller Höhlen hier sein wird. Scheint man auch drin stehen zu können hier. Okay, Taschenlampe ist an und gib ihm. Ja, das ist doch schon mal ein wenig größer hier. Hier kann man auch locker stehen. Aber ich befürchte, dass hier wieder gleich Ende sein wird. Vielleicht kommt man hier irgendwie noch weiter. Nein, schade. Also eigentlich auch nur so ein riesengroßer Raum mit zwei Eingängen, beziehungsweise einem Eingang und hier einem Ausgang. Oder umgekehrt. Okay, Leute, hier scheint noch mal was zu kommen. Thank you.
Nein, das ist leider nichts. Schade. Und dafür sieht der Baum hier, der ausgerissene, umso interessanter aus. Das sind wohl alte Mietsteine oder sowas. Keine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Kurz, aber fein, dieser Höhlenrundweg hier. Ist immer wieder für mich ein Erlebnis, in solche Höhlen reinzuklettern. Egal, ob die jetzt 30 Meter oder 200 Meter tief in den Fels reinragen. Scheiß drauf. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, heute mitzukommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.